Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Fall Guys Season 2 Folge. Mal gucken, was im Shop ist. Und am Ende des Videos möchte ich euch noch einen weiteren Leak zeigen, aber erstmal schnell in den Shop. Oben die Angebote, alle in Besitz, Kürbis, Messenger, Oberteil und Unterteil. Und unten die normalen Dinge, die Geisterpiratfarbe. Naja, nicht so mein Ding. Hatten wir auch schon häufiger jetzt die letzten Tage. Das Topsy-Unterteil genauso. Auch nicht so mein Ding. Pustende Wolffarbe hatten wir auch vor kurzem im Shop. Muss nicht sein. Dann das Pilznamenschild. Den Fische-Skin, das Fische-Muster für 3 Kronen. Muss ich nicht haben. Und genauso wenig die Erzfarbe. Also heute. Heute ist mal wieder nichts für mich dabei. Übrigens ist euch aufgefallen, dass der Shop durch die Zeitumstellung auch eine Stunde eher verfügbar ist, also schon um 10 Uhr morgens. Und nun zum Leak, den ich gefunden habe. Und zwar habe ich das Bild hier gefunden. Ihr seht hier ein Godzilla-Oberteil und Godzilla-Unterteil. Orangene Farbe lässt darauf schließen, dass es wahrscheinlich ein legendäres Outfit sein wird. Könnt ihr sehen, in der rechten Hand hält er noch ein Auto. Kleines Detail, was noch dabei ist. Und insgesamt soll das jeweils 5 Kronen kosten, also insgesamt 10 Kronen. Was denkt ihr denn darüber? Findet ihr den Skin gut? Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz sicher. Muss mal sehen, wie er dann tatsächlich im Shop aussieht. Aber auf jeden Fall interessant. Wann der rauskommen wird, steht allerdings noch nicht fest. Also, das war es dann auch schon wieder von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr mal up to date zu den neuesten Infos zu Fall Guys. Und über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.